Immer wieder dasselbe, was Sie uns da erzählen. Immer wieder. Ich verlange jetzt einen Anwalt. Ohne Anwalt mache ich überhaupt keine Aussagen mehr. Herr de Vries, wir haben Ihren Wunsch nach einem Anwalt weitergegeben. Wir können Sie natürlich nicht zwingen, uns zu antworten, aber Sie können uns nicht hindern, an Sie Fragen zu stellen. Ja, wie oft soll ich Ihnen eigentlich noch sagen, dass ich nicht zu Hause war? Und dass der Mann sich irren muss. So, er irrt sich. Er irrt sich in Bezug auf Ihr Gesicht, auf die Farbe Ihres Mantels, Ihres Hutes. Er irrt sich. Irrt er sich auch im Tag und in der Stunde und bezüglich der Gasse, in der er den Fahrgast abgesetzt hat. Das weiß ich, wenn ich ihn an einen zweiten Dachsler bringe, der Sie wieder in die Stadt zurückgebracht hat. Ich kann Sie nicht daran hindern, sämtliche Dachsler Wiens verrückt zu machen. Aber wo ist denn der Betreffende? Warum stellen Sie mir nicht endlich gegenüber? Er kommt. Morgen. Ein Glück, dass Sie nicht sagen übermorgen. Ich könnte auch sagen übermorgen. Ich weiß, die berühmten 48 Stunden. 48 Stunden? Die haben da noch gar nicht angefangen. Also gut, dann kann ich jetzt gehen. Nein. Denn jetzt fangen Sie an. 20.23 Uhr, vorläufige Verwahrung. Bitte um Protokoll. Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie mich hier seit mehreren Stunden festhalten? Wir haben Sie nicht festgehalten. Sie wurden bloß als Beschuldigter einvernommen. Das habe ich Ihnen doch schon vorhin gesagt. Warum geben Sie mir denn keine vernünftigen Antworten? Zum Beispiel, was Ihre Beziehung zu Ihrer Schwägerin betrifft. Ich weiß. Kavalier genießt und schweigt, ne? Seit wann ist sie Ihre Geliebte? De Vries! Hat er schon vor diesem komischen Autounfall des Gatten angefangen oder erst nachher? Was heißt denn der komische Autounfall? Na, hören Sie, war doch ein netter junger Mann, der Herr Hollner. Einer von uns hat ihn sogar persönlich gekannt. Und so rasch und so unmotiviert zu enden, schrecklich. Für seine Frau müsste es schrecklich gewesen sein. Damals der Gatte, jetzt die Schwägerin. Auf die Frau ist Verlass, was? Wie rasch und vernünftig sie wieder reagiert hat nach diesem neuen Unfall. Sagen Sie, könnte Frau Hollner Sie bemerkt oder gesehen haben, wenn Sie mittags nach Hause gekommen wären? Ich meine nur angenommen. Ja. Angenommen, ich mache im Vorzimmer einen Wirbel und Sie? Sie steht zufällig oben auf der Treppe. Dann ja. Wirbel? Nein, nein. Ich nehme an, dass Sie sehr ruhig aufgetreten sind. Ich meine nur angenommen, sehr ruhig. Und sehr dezent. Was wollen Sie eigentlich? Glauben Sie, ich habe meine Frau hypnotisiert, in die Garage gelegt und an den Wagen gestartet? Aber, de Vries. Sagen Sie, was war Ihre Frau eigentlich für ein Mensch? Wie man hört, sei sie eher still oder wie man so sagt, verinnerlicht gewesen, sein Liebesheirat. Nicht? Was haben denn diese Fragen mit der Sache zu tun? Was ist denn los mit Ihnen, de Vries? Ist doch eher etwas, was man gerne zugibt, eine Liebesheirat. Na, das ist doch eine unverschämte Frechheit. Nein, Moment mal, die Frage ist durchaus gerechtfertigt. Es war von der Möglichkeit eines Selbstmords die Rede. Wir müssen uns über den seelischen Zustand Ihrer Frau erbüten. Na, diese Fragen sind höhnisch und herausfordernd. Ich kann doch sagen, was ich Ihre will. Ihre Frau wurde ermordet, de Vries. Sie stehen im begründeten Verdacht der Täterschaft. Ich? Ich soll meine Frau umgebracht haben? Das ist ja lächerlich. Und wie? Wie soll denn das geschehen sein? Sagen Sie mir das doch bitte! Ja, wie? Bitte, wenn Sie da drüben Platz nehmen würden, ja? Wie soll das geschehen sein? Sie waren ja mittags nicht zu Hause. Nein. Und Frau Hollner war die ganze Zeit oben. Niemand hat den Startschlüssel umgedreht. Niemand, so war's doch. Aber gestartet wurde. Und zwar vor 1 Uhr. Es wurde gestartet. Merkwürdig, ne? Wie kommen Sie auf die Idee? Wie? Schauen Sie sich einmal das Foto an. Sehen Sie den kleinen Rußkreis am Garagentor in Höhe der Auspuffmündung? Nur ein kleiner Rußfleck, was? Nicht der Rede wert. Und doch muss ein Motor nur ungefähr eine Stunde laufen, damit sowas zustande kommt. Oder rechnen Sie mal nach, de Vries, auf was für eine Zeit kommen denn Sie? Ich verstehe Sie nicht. Doch, Sie verstehen mich sehr gut. Sie meinen also, meine Frau kommt in die Garage und merkt nicht, dass da Motor läuft? Sie stellt ihn auch nicht ab, sie will hier wegfahren. Oder was? Sie folgen mir schon gut, aber noch nicht ganz. Als Ihre Frau die Garage betritt, läuft der Motor nämlich nicht mehr. Ah. Weil zufällig nur wenig Benzin im Tank war. Zufällig, de Vries? Nicht zufällig. Es wurde dafür gesorgt, dass nur eine bestimmte Menge Benzin im Tank war. Und zwar genau so viel, wie für eine Stunde Leerlauf reicht.
Sagen Sie mal, die Fries, wie lange haben Sie denn eigentlich probiert, bis Sie die richtige Menge Benzin erwischt haben? Hm? Finden Sie nicht, dass diese rußige Theorie ein bisschen weit geht? Finde ich nicht. Mir gefällt diese Theorie. Sie haben also nicht gewusst, dass Ihre Frau nachmittags den Wagen nehmen wird? Nein. Na schön, bin sogar bereit, Ihnen das für den Augenblick abzunehmen, aber was ist mit Ihnen, Frau Hollner? Sie haben es doch gewusst. Hm? Frau Hollner, haben Sie gewusst, dass Frau de Vries nachmittags den Wagen nehmen wird? Nein. Nein? Schwer zu glauben nach all dem, was wir über Sie wissen. Sollen wir also annehmen, dass Frau de Vries auch Selbstmordabsichten hatte und dann gegen 2:30 mit Hut, Schirm und Tasche den Weg ins Jenseits angetreten hat? Sie haben sich da eine schöne Freundin ausgesucht, de Vries. Wissen Sie eigentlich, was sie mit ihrem Mann aufgeführt hat? Nein? Sie hat ihn zum Selbstmord verurteilt. Hat sie nur das nie erzählt? Was redet denn der Mann eigentlich? Was wird denn hier gespielt? Was Frau Hollner damals getan hat, fällt nicht unter Strafgesetz. Aber Frau Hollner, jetzt wäre doch eine schöne Gelegenheit. Wie wäre es denn, wenn Sie jetzt Ihr Gewissen erleichtern möchten, ne? Was heißt denn Gewissen erleichtern? Was soll sie denn sagen? Glauben Sie, wir schauen hier Katz- und Maus-Spiel nicht. Hier ist nichts zu gestehen. Okay, komm mal mit mir. Hm. Diese Herumzupferei hat ja gar keinen Zweck, da kommt ja nichts heraus. Leg nicht nieder, was willst du? Leg nicht nieder. Werden schon niederlegen. Kreindl, probieren Sie es jetzt einmal bei ihr, ja? Fangen Sie mit der Ehe an und so. Ja. Du, da oben ist noch der Hausarzt, der Dr. Hammerberg, der sitzt da schon eine Ewigkeit. Was machen wir mit dem? Hm? Na, geh hin und sag ihm, mir leid, es dauert noch ein bisschen. Hm. Der Hausarzt. Sie wollen nicht zugeben, dass Sie es war, schön. Aber dass Sie es gewesen sein kann, das müssen Sie doch zugeben. De Vries, sie hat immerhin ihren Gatten in den Tod getrieben. So etwas tut man doch nicht für nichts und wieder nichts, oder? Warum sagen Sie nichts? Frau Hollner, warum sagt er nichts? Was glauben Sie? Frau Hollner, wissen Sie noch, wie ich Sie gefragt habe, ob er sich vielleicht scheiden lassen wollte? Ja, natürlich. Ob ich denn je von der Freundin eines verheirateten Mannes etwas anderes gehört hätte? Eine treffende Antwort. Aber Sie haben auch gesagt, dass die Ehe de Vries normal war. Was stimmt jetzt? Oder halten Sie ein Dreieck für normal? Es war kein Dreieck. Nein? Was denn? Ach, Sie meinen, es hat nur eine Beziehung gegeben und die war nicht die eheliche. Ich muss Sie enttäuschen, Frau Hollner. Schauen Sie mich an. Sie sehen ja, von ihm bekommen Sie keine Hilfe. Warum haben Sie Edith de Vries gehasst? Ich habe sie nicht gehasst. Sie haben sie gehasst. Und zwar aus einem sehr naheliegenden Grund. Grüß Gott. Ach, Herr Dr. Hammerberg, ja? Oberinspektor Marek, bitte, Herr Doktor. Gehen Sie jetzt nicht darüber, ja? Bitte, Herr Doktor. Danke. Mhm. Herr Doktor, Sie werden als Zeuge einvernommen. Ich muss Sie auf die Wahrheitspflicht aufmerksam machen. Jawohl. Herr Doktor, darf ich Sie etwas fragen? Bitte. War Frau de Vries vor Ihrem Tod noch bei Ihnen? Ja, 2 Tage vorher. Weshalb war sie bei Ihnen? Die bewussten unklaren Beschwerden, Übelkeiten und so weiter. Bei der Untersuchung fragt sie mich auf einmal, ob sie nicht schwanger ist. Das ist nicht wahr. Ja, Herr Doktor. Sie lügen, Doktor. Bitte? Sie kenne ich. Was soll das heißen? Sie warten doch nur auf eine Gelegenheit, mir eins auszuwischen. Herr de Vries, dass einmal so etwas passieren wird, habe ich schon lange gefürchtet. Diese Ehe war ja alles andere als ein Vergnügen für die arme Frau. Daher auch ihre Beschwerden. Wie kommen Sie als Arzt? Moment, Herr de Vries. Moment!